Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, eine Woche lang habt ihr nichts von mir gehört. Es war mal wieder eine sehr arbeitsame Woche. Deshalb konnte ich auch keine Videos bearbeiten. Trotzdem gibt es ein paar Neuigkeiten, was meine Familie und meine Pläne in diesem Jahr angeht. Das wollte ich euch mal erzählen. Wir haben uns mal eine Jahreskarte gekauft. Ja, und zwar vom Moviepark Germany. Warum das? Die wohnen noch gar nicht nebenan. Ja, pass auf, wir sind ja nicht doof. Also, Moviepark Germany, Jahreskarte, ist ja, glaube ich, klar, was man damit machen kann. Ne? Parken inklusive, das ist richtig cool, denn die Parkplatzgebühr ist da mittlerweile auch nicht ohne. Also wir können spontan nach Bottrop fahren, werden dann natürlich irgendwo übernachten, ein paar Tage in den Park gehen und das vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Mal schauen. So, diese Jahreskarte, die übrigens eine Jahreskarte Gold ist, also ein bisschen teurer als die normale Karte, keine Ahnung, es gibt Bronze, Silber, Gold, Platin, hat auch noch folgende Möglichkeiten. Wir können nämlich ins Belantes damit, wir können in den Vogelpark Walsrode damit, wir können in den Attraktionspark Schlacharen damit und wir können ins Bobbejaanland mit. Muss ich noch mehr sagen? Hallo? Das sind alles Parks, die nicht ganz so weit weg sind. Ja, Belantes 220 Kilometer entfernt von uns, da werden wir auf jeden Fall mal hinfahren. Vogelpark Walsrode ist ja fast schon Katzensprung mit 100 Kilometer, ich glaube nicht mal 90 Kilometer so in dem Dreh. Kannst da auch mal hin, ist sehr schön da für einen Vogelpark, man unterschätzt das durchaus, tolles Areal. Ja, Schlacharen ist jetzt gar nicht so wichtig für uns, vielleicht kommen wir ja trotzdem mal hin, aber wir waren da halt schon ziemlich oft. Stattdessen sind wir ja im Sommer in Belgien, das wisst ihr schon, Plopsaland de Pannen ist gesetzt auf jeden Fall. Hallo, Ride to Happiness, muss ich fahren, ist gerade mal 15 Kilometer entfernt von unserer Ferienwohnung. Nicht ganz so nah ist das Bobbejaanland, 160, 164 Kilometer entfernt. Ist aber kein Thema, du steigst ins Auto ein, fährst die 160 Kilometer dahin. Ja, ich meine eine belgische Autobahn, das ist da echt relaxed, das geht ja fast nur geradeaus. Das ist auch so wie in Holland, wo du auch völlig entspannt da immer fährst und dann bist du halt eben am Ziel. Ne? Planst du eben mal knapp 2 Stunden ein, ganz in Ruhe, dann bist du am Bobbejaanland. Viele hier in Deutschland kennen das ja nicht, der Park ist aber überhaupt nicht zu unterschätzen. Der ist richtig gut, mittlerweile 8 Coaster fahren da, glaube ich, darunter auch Fury, hallo. Also schaut selber nach oder googelt auf YouTube oder irgendwie sowas, dann wisst ihr ganz schnell, was ich meine. Richtig guter Park. Ja, und dann hat man nämlich das ganze investierte Geld, 120 Euro pro Karte war das, auch ganz schnell wieder raus. Freue ich mich drauf. Ja, ansonsten Efteling ist gesetzt, das sagte ich aber schon an anderer Stelle. Ja. Ich hatte ja vor kurzem ein Spekulationsvideo hochgeladen zum Heidepark Resort. Es wurde auch erstaunlich oft geguckt, aber gut, viele haben zu dem Thema tatsächlich noch nichts hochgeladen, zumindest nicht in Videoform. Hat mich schon gewundert, war gar nicht so meine Absicht. Und natürlich kamen jetzt auch ganz viele Kommentare drauf. Vielen Dank dafür, ich meine das jetzt gar nicht negativ, ganz im Gegenteil. Einige haben dann den Wunsch geäußert, dass ich auch einen entsprechenden Film zum Hansapark mache. Ich sag mal so, ich überleg's mir. Ja, vor hatte ich das eigentlich nicht, denn wenn ich ein Spekulationsvideo zum Heidepark mache, heißt das ja nicht automatisch, dass ich dann auch ein Spekulationsvideo zum Hansapark machen muss. Nächstes Thema, Europapark. Viele Zuschauer wollen, dass ich da endlich mal hinfahre. Ich selber will das ja auch. Und meine Frau, die ja schon mal da war, ist aber jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her, ich kann ja immer nicht immer dasselbe erzählen, also der Park hat sich schon gewandelt jetzt, die weiß aber, wie gut das da ist und will da eigentlich auch wieder hin. Aber wir müssen natürlich kalkulieren. Ne? Nicht nur der Parkeintritt, auch die Reisekosten, die Unterbringungskosten, was man ansonsten noch da in der Region machen kann, ist wie es ist. Wenn mein Kanal vielleicht mal irgendwann noch einige tausend mehr Abonnenten hat und sich das Ganze noch mehr rechnet, dann muss auch ich nicht mehr so kalkulieren. Keine Frage. Vielleicht kann man dann den Park ja auch mal überreden. Im Sinne von Kooperation, dass ich da mal eine Nacht umsonst verbringen darf oder irgendwie sowas. Denn wenn wir da sind, müssen wir auch Rulantica noch mit einplanen. Ja, und ihr merkt schon, das kann ganz schön ins Geld gehen. Keine Frage. Nächstes Jahr. Also ich denke mal, wenn nächstes Jahr die neue Achterbahn Voltron aufmacht, dann will ich da auch hin. Ja, apropos neue Achterbahn.
Legoland Günzburg, der Wing Coaster, Maximus wird er ja jetzt wohl heißen oder wird er definitiv heißen, ist ein erstes Fahrvideo aufgetaucht auf YouTube, fand ich sehr interessant, sah schon schick aus, wie die Achterbahn im Testbetrieb aktuell noch da so ihre Runden dreht. Wirklich sehr vielversprechend, sehr, also passt, toll. Ein Wing Coaster als Family-Variante, trotzdem zwei in Version. Sehr interessantes Projekt nach wie vor. Dann schreiben viele Kommentatoren auch ihre Wünsche in die Kommentare. Gerade was die Anti-Angst-Videos angeht, wird da immer, ja, Black Mamba findet ganz oft Ansprache und der Highlander im Hansapark. Also diese zwei Fahrgeschäfte werden schon sehr, sehr oft gewünscht. Auch Mystery Castle und Talokan sind relativ gehäuft dabei. Ja, nochmal, ihr Lieben, ich habe es schon mal gesagt, ich muss die Bahn selber ausreichend kennen. Also die Bahn, über die ich berichte, bin ich nicht nur einmal gefahren oder gar keinmal. Nein, ich habe da, wenn ich schon drüber erzähle, auch Erfahrung drauf gesammelt. Ich habe entsprechend viele Aufnahmen davon. Und natürlich muss man irgendwie auch drüber berichten können. Was soll ich denn bei einem Freifallturm berichten und euch die Angst nehmen? Was soll ich denn da machen? Ihr wisst doch, was da passiert. Bei einer Achterbahn, da sieht man zwar, was passiert, aber man kann das Feeling eigentlich nicht wirklich beschreiben. Das tue ich dann ja quasi. Ne? Bei einem Freifallturm geht hoch und dann geht's runter. Und selbst wenn das Feeling ganz, ganz doof ist, es ist schnell vorbei. Also kann man schon mal machen, finde ich. Und der Tag ist nicht gelaufen. Also wenn das nicht dein Ding ist, keine Sorge, der Tag ist dann nicht gelaufen. Kostet Überwindung, klar. So ein Ding ist hoch. Ja, die Spannung, die sich aufbaut, ist auch nicht ohne. Selbst für mich, keine Frage. Aber da kann ich leider kein wirkliches Video zu machen. Ne? Ich hatte übrigens mal vor, jetzt schweife ich wieder ab, aber genauso ist das Video heute auch konzipiert. Ich habe mir nämlich gar kein Konzept vorgenommen, als ich hier heute hergegangen bin, im Schneeregen, und jetzt hat es Gott sei Dank aufgehört. Ich hatte mal vor kurzem überlegt, so ein Top 5 Video über Achterbahnen zu machen mit den heftigsten Bremsen. Wäre vielleicht mal wirklich eine Überlegung wert. Also auf Platz 1 kann ich euch jetzt schon sagen, wäre Bandit gewesen im Moviepark. Die Bremsung, da wäre ich nie vergessen. Mann, die steht ja wie eine 1, ne? Allerdings steht dein Magen dann auch eine Etage höher, wenn du stehst. Ja. Klar, die ganzen wilden Mäuse, wenn sie mal zugreifen, die Bremsen, ist ja immer so ein bisschen tempoabhängig, wie schnell die Gondel gerade unterwegs ist. Die können auch richtig kräftig bremsen, quasi von Tempo 45 auf 0 in einer Hundertstel Sekunde. Die Bobbahn im Heidepark, die kann auch, wenn sie will, richtig kräftig bremsen. Es wird aber deshalb als so intensiv empfunden, weil man da ja so halb liegend sitzt, zwei hintereinander und nur so eine Haltestange, die auch schön in den Bauch rammt. Also wenn du da bremst, kann das auch ein bisschen Aua machen. Ist aber kein Gemecker. Ist man nur, ja, vielleicht habt ihr ja mal ein paar andere Coaster als Idee. Schreibt mir die mal in die Kommentare, dann kann ich da vielleicht sogar mal ein 10er-Ranking draus machen. Wäre mal interessant. Die am schärfsten bremsenden, ihr wisst schon, was ich meine. Achterbahn. Ansonsten arbeite ich gerade an einem Jubiläumsvideo. Es geht nicht um mein Jubiläum oder irgendwie. Nein, es geht um das Jubiläum an Freizeitanlagen oben an der Ostsee. 50 Jahre sind die nämlich alt. Und da sind zwei Anlagen zu nennen. Nämlich einmal das Ferienzentrum Waisenhäuser Strand, 1973 eröffnet. Und genau in dem Jahr hat auch der heutige Hansapark eröffnet. Damals noch als das erste und einzige Legoland in Deutschland. Dann 1977 ist es ja umgewandelt worden ins Hansaland und später dann in den Hansapark. Ja, sehr interessante Geschichte. Ich habe zu beiden Parks eben auch entsprechend Material, wo ich mich informieren kann. Ich selbst habe viele eigene Aufnahmen zum Hansapark und zum Waisenhäuser Strand und dachte mir, naja, das ist ja mal Anlass genug, da ein schönes Jubiläumsvideo draus zu machen. Ich schreibe da gerade einen Text vor, habe die Anmoderation schon fertig und so weiter, sammle jetzt ein bisschen Informationen. Ja, das kann ich halt immer an den dunklen Tagen machen, wenn es draußen sowieso hässlich ist und ich gerade nichts anderes zu schneiden habe. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ihr seht schon, viele Vlogs werden auf euch zukommen, keine Frage. Die Jahreskarte ist gesetzt, auch noch ein paar andere Parks. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt mir ein bisschen Zeit, ich werde jetzt mal so ein bisschen in die Entwicklung gehen, bevor ich mich dann wieder selber vor der Kamera präsentieren kann. Aber das wisst ihr ja, dass ich im Hintergrund immer so ein bisschen weiterarbeite, ne? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.